Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell them the gods gonna cut them down. Tell them the gods gonna cut them down. Hallo meine lieben Wollmützen und willkommen zurück bei Frostpunk. Ja, ich habe ein bisschen weiter gespielt schon, damit es für euch nicht zu langweilig wird. Ich habe jetzt hier schon mal so einen Kohlegenerator hingestellt, der wirft Kohle aus und daneben braucht man aber so eine Sammelstation oder so eine Sammelstelle. Die habe ich jetzt hier mal hingestellt, damit auch die Holzkisten abgedeckt werden. Das heißt, die bauen die Holzkisten ab und holen die Kohle daher, weil ich habe gemerkt, dass die Kohle immer so ein bisschen ein Stück weit immer nach unten gegangen ist und so. Und das wollte ich halt einfach ein bisschen entgegensteuern, dass da nicht ich in Gefahr laufe, dass die Kohle ausgeht. Und dann habe ich hier noch die Dampfstufe 2, habe ich jetzt. Die habe ich jetzt mal deaktiviert, weil wir haben nur unter Anführungszeichen minus 30 Grad und da reicht Dampfstufe 1 allemal. Da brauchen wir keine zweite Dampfstufe, die können wir dann aktivieren, wenn es dann wieder kälter wird, wie hier zum Beispiel, können wir dann Dampfstufe 2 aktivieren. Und das war es dann, glaube ich, eigentlich auch schon, was ich so gemacht habe. Ich habe noch ein paar Hütten hingestellt, um einfach ein bisschen was für die Leute zu tun, damit die hier überall schlafen können und so. Dann habe ich noch eine weitere Forschung angestellt, und zwar Stahlwerke. Die brauchen wir jetzt, weil jetzt wird Stahl schon langsam wichtiger für uns. Hier haben wir noch ein bisschen Holz drin. Da gibt es noch eine weitere Forschung, die ich gesehen habe, wo man irgendwie aus den Wänden dann das rausholen kann. Aber zur Not können wir hier noch ein Ding hinstellen, hier noch ein Sägewerk hinstellen und hier noch ein Sägewerk hinstellen. Und da kann man noch ein Kohlewerk hinstellen. Also wir haben noch genügend Ressourcen. Wir brauchen uns jetzt keine Sorgen darum machen, dass wir keine Ressourcen haben. Und meine Entdecker sind auch bald angekommen und das sieht eigentlich alles ganz komfortabel aus bis jetzt. Essensmäßig haben wir auch genügend, da brauchen wir auch keine Sorgen machen. Und ich würde sagen, wir lassen es einfach mal wieder ein bisschen vorlaufen hier. Ich habe gedacht, ich spiele ein bisschen nach vorne, um einfach, das ist halt auch immer so, wenn man dann immer da so zusieht und so und das passiert im Endeffekt nichts, ist halt auch auf Dauer langweilig. Also ich dachte, ich baue ein bisschen vor und ich hoffe, das passt für euch so. Oh, unsere Spieler sind angekommen. Schauen wir mal, was die gefunden haben. Erforschen. Wir stiegen zum Rand der Stadt empor. Sprachlos starrten wir auf das Bild der Zerstörung, das sich uns bot. Es ist eine Stadt der Toten. Die meisten Gebäude sind zerstört und der Generator ist explodiert. Winterheim. Schauen wir mal. Wow. Also diese Artworks sind aber auch mega geil, ernsthaft. Der Fall von Winterheim. Die Straßen der zerstörten Stadt sind übersät mit toten Körpern. Die Stadtchronik beschreibt die Knappheit der Nahrung und die ansteigende Verzweiflung der Bevölkerung. Sie spricht von Ausschreitungen und Plünderungen, von den Aufkommen, Anarchie und der sich schließlich einstellenden Hungersnot. Der letzte Eintrag: Allmächtiger, vergib uns, dass wir unsere Toten essen. Es gibt keine Hoffnung. Entdeckter Ort: Frischwasserquellen, Lager der Amerikaner. Wir sind auf uns gestellt. Aber wenigstens bekommen wir zwei Dampfkerne daraus. Schon mal nicht schlecht. So, die Hoffnung sinkt. Oh, ey. Ja gut, da kann ich auch nichts dafür, jetzt haben wir schon Aufstände. Aber wie soll ich das, ich meine, hallo? Warum? Nur weil das da kaputt ist, hätte ich vielleicht nicht erforschen sollen. Euch geht's doch gut bei mir, was ist jetzt los? Winterheim ist gefallen. Sie sind alle tot. Wir sollten wir ohne jede Hilfe überleben. Wir müssten zurück nach London. In dieser Eiswüste gibt es keine Hoffnung für uns. Ich muss ihnen ein Ziel geben. Dann geben wir ihnen ein Ziel. Wähl unseren Weg. Ordnung und Disziplin. Glaube und Spirit. Ordnung und Disziplin. Ui, was ist das jetzt? Die Leute sind aufgewühlt. Angst und Zweifel quälen sie. Sie haben die Hoffnung auf unser Überleben verloren. Die Verzweiflung könnte sie schnell zu leichtsinnigen Taten verleihen. Du musst dich durch gemeinsame Zukunftsvisionen vereinen. Entscheide jetzt, was ihnen ein Ziel geben und die Hoffnung wiederherstellen kannst. Sonst herrschen in unserer Stadt bald dieselben chaotischen Zustände, die auch im Winterheim vernichtet haben. Oh Gott, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Glaube und spirituelle Kraft oder Ordnung und Disziplin? Ui, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Ich glaube, ich bin für Ordnung und Disziplin. Was haben wir denn jetzt da erforscht? Zweck. Gesetzbuch Zweck.
Nachbarschaftswache. Jo. Du musst zwei Wachtürme bauen. Machen wir. Sir, die Einwohner beschweren sich über die Qualität des Essens. Okay, ja. Ich werde das Problem lösen. Wir werden wieder auch umstellen. Wir haben ja genug Rohmaterialien jetzt. Das heißt, wir können jetzt wieder umstellen auf normales Essen. Und dann bauen wir noch zwei Wachtürme. Habe ich die jetzt schon erforscht oder muss ich die erst... Ah, na. Einmal Wachturm hier. Wir nehmen den Wachturm hin am besten. Ein Wachturm hierher und ein Wachturm. Wachturm hierher. Dann stellen wir noch einen Wachturm hierher. So, drei Wachtürme sollten reichen. So, Gesetz habe ich ja jetzt veranlasst mit diesen Wachtürmen. Die werden jetzt hoffentlich gebaut. So, was haben wir hier noch? Einige wollen gehen, Sir, sie haben die Mehrheit der Einwohner überzeugt, aber die Hoffnung ist gering. Manche sind immer noch so verängstigt, dass sie nach London fliehen wollen. Es drohen mit den 15 Tagen zu gehen. Ihr sagt, Ordnung rettet uns. Blödsinn. Werden wir etwa ganz geordnete Entscheidungen, wer zuerst... Was? Beruhigt euch, wir werden nicht sterben. Nee, wir werden schon nicht sterben, keine Sorgen. London und deine Einwohner sind geteilter Meinung. Einige von ihnen sind verängstigt, dass sie in 15 Tagen nach London fliehen wollen. Sie versuchen, andere zu... Mitkommen zu überreden und nutzen die Unzufriedenheit aus. Angst kann Menschen zur Verzweiflung Taten verleihen. Erhalte den Frieden, gib ihnen letzte Leute Hoffnung und bekämpfe ihre Unzufriedenheit, um die Stadt sicher durch die drohende soziale Krise zu führen. Ach du Scheiße. Was muss ich jetzt machen? Ich muss... Lass nicht zu, dass die Londoner den Stadtfrieden stören. Ja, weil lasse ich schon nicht zu. So, da brauchen wir 5 Leute. Dann setzen wir hier mal 5 Leute ein. Wachtürme gebaut. Wie versprochen hast du Wachtürme gebaut und besetzt, um die Ordnung in der Stadt zu warnen. Die Hoffnung steigt, naja, wenigstens etwas. So, ein Wachtturm hier, ein Wachtturm da, vielleicht noch irgendwo ein Wachtturm. Vielleicht können wir irgendwas abreißen, um innen ein Wachtturm hinzustellen. Uiuiui, jetzt geht's aber ordentlich ab hier. So, wir haben kein Essenslager mehr, dann sollten wir noch ein Rohstofflager aufstellen. Rohstoffe. Rohstoffdepot. Oh, da brauchen wir Stahl. Gut, Stahl können wir ja organisieren, ist ja kein Problem. Wir haben ja gerade unser Stahlwerk erforscht. Sehr schön. So, dann bauen wir das gleich. Stahlwerk. Wo ist denn da ein Stahl? Stahl, Stahl, Stahl. Da, da ist Stahl. Gut, dann bauen wir hier ein Stahlwerk hin. Dann bauen wir noch eine Straße dahin. So. Aber so. Können wir auch hier gleich rüberziehen, oder? Weil dann können wir hier auch noch ein Stahlwerk hinstellen. Die Kohle geht aber ordentlich nach oben, das gefällt mir eigentlich, das finde ich gut. So, dann können wir hier nochmal einen Arbeiter anstellen. Da schalten wir die Heizkörper ein in den Wachtürmen, damit die dann nicht kalt wird. Und ja, die Unzufriedenheit, die Hoffnung blinkt zwar. Aber gut, ich kann nichts dafür, dass Winterheim gefallen ist. Ich meine, ich habe es nicht ausgelöst. Schneller sammeln. Durch den Einsatz besserer Werkzeuge und Arbeiten sammeln die Einwohner Rohstoffe aus Kohlehaufen, Holzkisten und Stahl schneller. Unabhängig davon sagen wir, okay. Ja, brauche ich das überhaupt noch? Keine Ahnung, ob ich es überhaupt noch brauche. Jetzt erforsche ich mal das Dampfzentrum. Das wollte ich schon die ganze Zeit mal erforschen. So, die sind auch angekommen. Oder doch nicht? Die warten noch. Auf was warten die denn? Alles, die stehen noch in Winterheim. Okay, shit, hätte ich gleich wegschicken sollen. Ach scheiße, habe ich vergessen. Aber gut, jetzt dafür sind sie ja unterwegs. So, hier brauchen wir 10 Leute, haben wir aber nur 9. Voll besetzt jetzt alles und ich habe keine Arbeiter mehr. Lagerkapazität fast erreicht. Die Lagerkapazität war hier. Hier wollten wir ja Kohle einlagern noch. So, wie kann ich jetzt die Hoffnung noch steigern? Irgendwas muss ich noch veranlassen, dass ich die Hoffnung wieder steigere. Irgendwas wäre noch gut für die Hoffnung. Vielleicht noch ein Wachturm. Aber da brauche ich Stahl dafür. Okay, ja gut, das bekommen wir jetzt hoffentlich bald mal. Das ist meine Hoffnung, dass wir das bald bekommen. Ah, ich denke schon. Essen wird auch gut weggefuttert. Ja, eigentlich geht es euch ja nicht so schlecht bei mir, würde ich mal behaupten. Wir haben alles. Ich meine, wir leben noch. Von dem her, uns geht's doch gut hier. Die Späher sind angekommen, dann schauen wir mal, was sie finden. Erforschen. Preis des Überlebens.
Wir haben bei der Frischwasserquelle einige Flüchtlinge aus Winterheim aufgefunden. Sie bieten einen traurigen Anblick und das Schicksal in ihrer Stadt scheint sie völlig kalt zu lassen. Wenn man sie fragt, wie sie die Hungersnot überlebt haben, weichen sie unseren Blicken aus und murmeln etwas von Flechten, die sie gegessen hätten. Sollen wir die Überlebenden zurückbringen? Ja. Nicht, dass wir uns da Kannibalen dann reinholen, aber gut, wenn sie normales Essen bekommen, warum sollten sie dann unsere Leute essen? Oder? Ich meine, ergibt ja keinen Sinn. So, da können wir dann noch später noch hinlaufen da. Vielleicht sollten wir jetzt echt mal einen zweiten Spielertrupp dann bald mal erforschen. Wäre wahrscheinlich gar nicht so die blöde Idee. Nach den Dampfkernen, nach diesen Dampfdingern, da machen wir das. Was, die Londoner gewinnen zusätzliche Anhänger hinzu, aber wieso denn? Ich mach doch hier eh schon. Was soll ich denn noch großartig machen? Soll ich noch mehr Türme aufstellen oder wie? Oder irgendwas Propagandamäßiges noch veranlassen? Wie kann ich die Hoffnung jetzt noch steigern? Ja, natürlich habe ich einen Plan. Seht ihr ja doch. Ich versuche euch da ordentlich durchzubekommen. So, Essensrationen. Ach, das wird die Ding steigern. Das wird die Hoffnung steigern. Die Hoffnung steigt, ja, sehr schön. Na, schau. Unzufriedenheit sinkt, Hoffnung ist gestiegen. Sehr schön. Da haben wir ja schon mal was Gutes. Rechtzeitiges Eingreifen. Sir, ein Kind ist auf den Generator geklettert. Es rutschte ab und fiel aber glücklicherweise auf ein Mitglied der Nachbarschaftswache dort auf Patrouille und konnte es auffangen. Ja, sehr schön. Ich bin froh, dass er gutes Ende genommen hat. Aber jetzt müsste aber, ich meine, die Unzufriedenheit ist ganz unten. Dampfzentrum erforscht. So. Nächste Erforschung. Die kann ich mir noch nicht leisten, weil ich noch nicht das Stahl abgebaut habe. Rohstoffe. Was können wir denn sonst noch machen? Aufrüstung für Sägewerk. Mauerbohrer. Das war das für das Ding. Ne? Schneller sammeln, aber das brauche ich, weil dann bekomme ich hier weiter. Und Gesundheit. Baracken. Baracken wären wahrscheinlich nicht so schlecht. Das würde auch unsere Dinge erhöhen. Unsere Hoffnung, hoffe ich zumindest. So. Dann bauen wir aber, glaube ich, noch einen Ordnungsturm hin. Die haben hier Einfluss, die haben hier Einfluss. Genau, einmal hier noch und einmal hier noch. Ich brauche aber noch Leute, die das besetzen. Und ich schaue, ob ich die irgendwo rausbekomme. So. Ich bekomme sowieso jetzt eine neue Arbeiter, also von dem her müsste es eigentlich eh ganz gut passen. Die Straße wird jetzt auch schon gebaut. Ja, das werden wir ja schon geschaukelt bekommen, oder? Ich meine, wäre ja gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. So, kann ich hier noch irgendwas mit Einlagerung machen, weil beim Holz bin ich immer Dampfzentrum. Ach genau, vielleicht kann ich Gesetze noch, genau, ein Gesetz könnte ich noch erlassen, dann würde auch unsere Ding steigen, unsere Hoffnung steigen. So, dann könnten wir hier noch Workday Ends. Ja. So, vielleicht könnten wir hier noch ein paar Kinder einlagern. Hier arbeiten schon Kinder, aber die könnten wir, also wenn wir alles mit Kinder voll machen hier, dann haben wir noch 5 weitere Leute für die Wachtürme. So, wieder 5 Leute für die Wachtürme. Dann haben wir hier unten noch einen Wachturm. Da arbeiten Ingenieure. Kann ich da Ingenieure reingeben eigentlich? Kann ich auch. Dann machen wir das so. Machen wir hier so. Maximal. Dann hier maximal. Arbeiten zwar nur 5 Leute drin. Wäre mir aber lieber, wenn die da drin sind. Bis meine... Also da brauche ich Ingenieure dafür. Na gut, dann lassen wir die da drin arbeiten. Ist ohnehin geschlossen zu dieser Tageszeit. So, ja, dann wird das ja wohl besser werden jetzt dann schon langsam, oder? Wird jetzt dann schon langsam mal überzeugen da. So, jetzt können wir ein neues Gesetz erlassen. Hoffentlich eins, wo die Hoffnung ansteigt. So, Anpassung. Nee, ich will ja Zweck besser machen. Waschstationen. Machen wir so. Oh ja, jetzt geht die Hoffnung ja schon nach oben. Sie blinkt zwar immer noch, aber
wenn sie alle morgens zusammenkommen und ein bisschen plaudern können, dann geht es ihnen sicher bald besser. Ah, hier gehen die ganzen Scheinwerfer, hä? Wow, wir haben hier schon wahnsinnig viel jetzt. Na gut. Schon wieder einen dazu gewonnen, aber was soll ich denn noch machen? Was kann ich noch machen da dagegen? Na gut, ich würde sagen, das war's mal für den Teil. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Und ja, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.